Hey ho, meine Lieben! Weihnachten morgen. Ich fange heute mit den Vorbereitungen an. Für mich. Ich möchte Kartoffelsalat, schlesische Art, ganz einfach mit Wienerl dazu und fertig. Ich mache zum ersten Mal wirklich komplett selber Kartoffelsalat. Ich hoffe, dass er so schmeckt, wie ich ihn liebe, wie ich ihn kenne. Und ob mir das gelingt oder nicht, das sehen wir am Ende vom Video. Gut, gehen wir rüber, da habe ich alles schon hergerichtet. Ich hoffe, dass ich alles habe und ja, dass er mir gelingt. Auf in die kleine, aber feine Küche. So, da wären wir. Ich habe eine Liona oder Fleischwurst und die Cam steht komplett schief hier. Tun wir nebenbei ausrichten. Kartoffeln, die werde ich jetzt, so wie sie sind, komplett ins Wasserbad kochen. 4 Eier, muss ausreichen. Ob ich die ganze Zwiebel neihau, weiß ich noch nicht. Miracle Whip, werde ich wahrscheinlich auch nicht alles brauchen. Gewürzgurken. Hier kommt bloß eine Löffelspitze rein. Wechseln Geschmäckle. Salz und Pfeffer. Und da, ja, da steht noch ein Glas Gurken, falls die nicht reichen. Tja, und mehr fällt mir im Moment gar nicht ein, was ich dazu brauche. Ich koche jetzt die Kartoffeln, koche die Eier und das restliche Zeug zeige ich euch so nach und nach, wie es klein häcksel. Ich mache und tue und habe nicht einmal aufgenommen. Verdammte Axt, so kann es gehen. Ich habe jetzt die Zwiebel in Scheibchen geschnitten und auch durch das Ding gejagt. Die Gurken habe ich einfach hier durchgejagt. Dazu gesagt, ich habe keine Erfahrungswerte von der Menge, die ich brauche für meinen Kartoffelsalat. Und ich mache das jetzt einfach einmal. So, geht die Liona so da durch? Oder macht es nur Matsch? Ja, geht gerade so. So, tja, gut. Ja. Das sieht doch gerade mal so schlecht aus. So, kann man lassen. Die Eier werde ich nachher dann durch das grobe Ding durchjagen. Dann wären wir mit den Vorbereitungen eigentlich auch schon fast wieder fertig. Eier kochen, die brauchen noch ein bisschen und die Kartoffeln auch. So, dieses Mal aber Aufnahme gedrückt. Schüssel habe ich mir auch schon hergelegt. Ja, ich habe leider bloß die, irgendwann muss ich mal dafür Salate, Kartoffelsalat etc. pp. Noch eine andere Schüssel organisieren. Die Eier habe ich jetzt halbiert. Und zack, zack. Ja, die Stücke genauso wie ich das mag da drin. Tja, dann wäre die Masse komplett fertig. Und ich werde mich mit den Kartoffeln vergnügen. Ich hasse es. Ein bisschen abkühlen habe ich sie lassen. So. Also ich, wie gesagt, ich mache jetzt die Kartoffeln fertig. Und tue sie schnibbeln in die Schüssel rein und dann sehen wir uns wieder. Hörst du auf zu tropfen? So Leute, Kartoffeln gepellt, es ging eigentlich und jetzt schneide ich mir
den in Scheibchen, die Kartoffeln. Ganz ehrlich, Leute, ein klitzeklein bisschen länger hätten sie ziehen dürfen. Aber ich sagte ja, ich stehe mit Kartoffeln auf Kriegsfuß. Ja, beim nächsten Mal weiß ich Bescheid. Aber es geht. So. Das mache ich jetzt. Und danach sehen wir uns natürlich gleich wieder. Tja, dann wären wir schon soweit. Ich habe noch nicht einmal ein Salatbesteck, ist mir wieder mal aufgefallen. Ich hätte gemeint, ich habe mir eins gekauft. Naja, egal. Jetzt kommt etwas von dem, also wirklich nur ganz wenig. Schön verteilt. Dann tun wir gleich salzen und pfeffern. Muss natürlich hinterher noch komplett abgeschmeckt werden. Ganz klar. Ja, da sollte ich auch mal die Batterien tauschen. So. Na komm. Nein, was soll ich mit dem Rest? Tja, ein bisschen was ist noch drin. Und das spüle ich jetzt mit der Geheimzutat aus. Und das ist das Gurkenwasser. Erst dann schmeckt der Kartoffelsalat so, wie er wirklich schmecken soll. Die restlichen Zutaten. Hier ein bisschen sauber machen. Zumindest den Löffelstiel. So. Jetzt das Ganze ganz, ganz vorsichtig unterheben und unterrühren. Und dann muss er eh erst einmal ordentlich durchziehen. Wird dann probiert und dann nochmal durchgemischt. Aber... Leute, ich bin auf dem richtigen Weg. Definitiv. Auf alle Fälle. Mmh.
Mhm. Ja, Salz fehlt auf alle Fälle noch, beziehungsweise das weiß ich erst, wenn der richtig durchgezogen ist. Das sehe ich dann morgen. Deswegen geht es mit diesem Video, mit dieser Schüssel morgen weiter. Leute, bis gleich für euch. Hohoho, Heiligabend und es wird Zeit, meinen Kartoffelsalat fertig zu machen. Wie spät haben wir es eigentlich? Oh, 3:15. Ja, jetzt mischen wir den noch einmal schön durch. Ja. Eigentlich wirklich nur noch ein bisschen nachsalzen. Und die Kartoffelscheiben auseinanderpopeln, hey. Jetzt muss ich schnell noch das letzte Ei schälen. Wer aufgepasst hatte, hat gesehen, dass ich nur 3 Eier durchgejagt habe. Und nicht 4, die ich gekocht habe, aber da geht es gleich weiter. Ja, da bin ich auch schon wieder. Ich hätte jetzt auch den Eierschneider nehmen können, da aus dem Klack-Klack-Teil. Aber das habe ich schon gewaschen. Ja. Jetzt drapieren wir noch die Eier hier schön drauf. Oder das Ei. Naja, geht schöner, gebe ich zu. Aber hey Leute, es ist bloß für mich jetzt heute. Und gut ist. Fertig. Fertig ist mein Kartoffelsalat. Wie gesagt, andere Schüssel brauche ich noch. Fazit gibt es nachher. Der darf jetzt noch mal ein bisschen schlafen. Weil jetzt, nee, noch nicht essen. Erst so in der, ja, gegen 4, 5 herum werde ich dann essen. Und dann mache ich auch dann dieses Video hier fertig. So, meine Lieben, es ist endlich soweit. Oh, mein Kartoffelsalat, geil. Und ich hole mir jetzt schnell die Wienerle rüber. Gut, die Wienerle haben natürlich gar keinen Auftrag in diesem Video, weil hier geht es ja rein um den Kartoffelsalat. Da tue ich mir jetzt eine schöne Ladung drauf. Ja. Zu den Wienern noch ein bisschen Ketchup. Pulle leer. Dann fangen wir mal mit so einem gewöhnlichen Wienerle an. Ja, für mich Heiligabend, Wienerle und Kartoffelsalat. Oder auch andere Würste. Aber jetzt der Kartoffelsalat. Mhm. Genau so, wie ich den mag. Lecker, köstlich, fein. Wer jetzt sagt, in dem Kartoffelsalat muss
gehört oder sonstiges. Nein. Es gibt von schlesischem Kartoffelsalat auch hunderte Varianten. Ich kenne ihn so und habe den auch schon mit Erbsen noch drin dazu gegessen. In einem Gasthof, der von Leuten betrieben wird, die original von drüben rüber kamen, zum Beispiel. Und ja, wie gesagt, es gibt einfach 100 Möglichkeiten, einen Schlesischen zu machen. Das ist jetzt eine Variante, so wie ich die von zu Hause aus noch kenne. Und ich finde ihn so richtig lecker. Gut, was bei meinem jetzt vielleicht ist, ist, ich gebe es ja ganz ehrlich zu, dass die Kartoffeln etwas länger hätten noch kochen können. Aber essen kann man trotzdem. Vom Abschmecken her kann man bestimmt auch noch ein bisschen feiner abstimmen. Aber das liegt dann im Ermessen jedes Einzelnen. Ja. Ansonsten, wie gesagt, Kartoffelsalat, ich liebe ihn genau so, wie ich ihn gemacht habe. Ich gehe jetzt schön essen und später dann werde ich noch einen Livestream machen. Für alle, wo das nicht gesehen haben, der Livestream war vom 24.12. Da habe ich dann meine Geschenke ausgepackt, wo ich bekommen habe. Und ja, einfach nachträglich vielleicht noch angucken, wenn es euch interessiert. Und ansonsten wünsche ich euch alles Gute zu Weihnachten noch nachträglich. Das Video kommt ja bestimmt etwas später raus. Und ja, Happy New Year etc. pp. Wir sehen uns auf alle Fälle wieder, weil für morgen, für den 25. ersten Weihnachtsfeiertag, habe ich mir nämlich auch noch was ausgedacht, habe ich was organisiert. Und da geht es dann weiter. Da gibt es dann auch den Kartoffelsalat wieder dazu. Also, Tschaikowski, ho ho ho, und wir sehen uns. Ein Däumchen, Abo, ihr wisst Bescheid. Ciao, ciao.